Gott, wenn es dich gibt, wenn du da bist, dann musst du dich mir offenbaren. Nach diesem Gebet stand ich auf, lachte ich, habe mir selber einen Vogel gezeigt. Er sagte, du hast Wände und Decke und Tapeten gebetet, das gibt so einen Gott nicht. Ich bin im Süden Kurdistan geboren, im Iran. Dann bin ich in einer anderen kurdischen Stadt aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und danach sind wir mit der Familie in eine persische Stadt gegangen, haben einen sehr guten Freund kennengelernt, der sehr intelligenter Mann war. Wir haben zusammen miteinander Bücher gelesen, haben uns geeinigt, dass er ein Buch liest, ich lese ein Buch. Dann kam die iranische Revolution, da gab eine Offenheit für Weltliteratur. Viele Bücher waren in Persisch vorhin übersetzt, wurden noch einige andere Bücher übersetzt. Er las zum Beispiel das Buch Der Mensch, das unbekannte Wesen von Alexis Carrel. Ich las das Buch Ehe und Moral von Bertrand Russell. Dann hat er das Buch Emil gelesen von Jean-Jacques Rousseau. Ich las ein anderes Buch und wir haben miteinander Austausch gehabt. Und irgendwann kam ich zum Ergebnis, es gebe keine allgemein gültige Wahrheit. Wahrheit ist subjektiv wahrnehmbar. Sozusagen war ich mitten im Iran wie ein aufgeklärter Europäer. Irgendwann habe ich mich entschieden, da das Leben mir da unten nicht gefiel, Richtung Europa abzuhauen. Und kam in Deutschland und fiel ich in eine Einsamkeit hier, Abgeschiedenheit von der Gesellschaft und lernte Menschen kennen, die durch verschiedene Ereignisse aus Drogenkonsum, also Alkoholkonsum, aus manche waren von den Einbrechern, zu einem Glauben an Jesus gekommen waren, war mir irgendwie neu, interessant. Sagte ich, ja gut, da kannst du dir da nichts Schlechtes antun. Du bist mit Religion am Ende, weißt alles, bist aufgeklärter Mensch. Bin mit Mut rangegangen, war die Freundschaft mit diesen Menschen mal mir wichtiger aufgrund meiner Einsamkeit als irgendwie Gefahr für mich da sehen, dass etwas mir Schlechtes passieren könnte. Dann gaben sie mir eine Bibel in meiner Muttersprache. Und dann kam ich auf Gedanken, ich kaufe mir ein deutsches Bibel, dann lese ich die Texte in diesem Bibel und dann lerne ich deutsche Sprache. Etwas neugierig war ich auch, weil ich in meinem Land gesehen hatte, dass Drogenabhängige therapiert wurden und nach vielen Mühen, viele Jahre Arbeit wurden sie nur von Drogen befreit, aber waren sie alte Menschen. Und diese Menschen, die vor mir saßen, hatten eine 180-prozentige Änderung erlebt. Sie logen nicht mehr, sie waren interessiert an anderen Menschen, sie haben sich interessiert für andere Menschen, die in Slum leben, in Drogenkonsum gefallen sind, haben sich für Fremde interessiert, waren komplett andere Menschen. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Ehepaar saß und miteinander irgendwelche grüne Blätter ausfüllte. Später habe ich erfahren, das ist Einkommensteuererklärung, die man alljährlich machen muss. Und die sagten, ja, müssen wir so und so ausfüllen. Und mein Ehepartner sagte, nein, aber haben wir doch immer so ausgefüllt. Und der andere Ehepartner antwortete, ja, aber wir sind nicht mehr die Alten. Und ich merkte, dass eine wirklich grundlegende Änderung bei diesen Menschen passiert und hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Irgendwann durch Lesen des Neuen Testamentes kam für mich die Frage, ob wirklich Gott Existenz ist, den ich mir für tot erklärt hatte. Und konnte ich mich nicht damit abfinden, dass das Gott wirklich existiert. Dann, währenddessen ich Neues Testament las, von dem ich gar nicht verstanden habe am Anfang, las ich Geschichten über Dämonen und Menschen, die von Dämonen besessen waren. Und da wurde diese Geschichte bei mir angeknüpft an die Erfahrungen, die ich im Iran gemacht hatte. Ich bin da in einer Gegend groß geworden, die nannte man damals Satanstädte. In dieser Gegend habe ich schwere, schlimme Albträume gehabt, die dazu geführt haben, dass als ich 24 Jahre alt war, bis dahin habe ich schwere Albträume gehabt, sodass ich Angst hatte, ins Bett zu gehen und schlafen. Die waren Dämonen, die kamen in der Nacht zu mir im Schlaf und die wollten mich einfach mitnehmen irgendwo. Und ich hatte schwere Angst und Panik vor denen gehabt. Aber dann eine Geschichte war im Neuen Testament, dass ein Dämon in einem Menschen war und hatte bewirkt, dass der Mensch nicht mehr reden konnte. Es war ein Dämon, der ihn stumm gemacht hatte. Und da habe ich angeknüpft an eine Geschichte, die ich im Iran tatsächlich erlebt hatte, von einem dämonbesessenen Mann, der nicht reden konnte. Der nachher Dämon ihn verließ und er konnte einwandfrei sprechen. Und dann merkte ich, dass die wirklich existieren und dass man gar keine gute Sache getan hat, dass man
diese Welt, diese Geisterwelt für tot erklärt hat in Europa. Und dementsprechend dachte ich ja, es muss auch ein Gott existieren. Und fing ich nach Gott zu suchen und habe wirklich gebetet zum ersten Mal in meinem Leben, wenn Gott, wenn es dich gibt, wenn du da bist, dann musst du dich mir offenbaren. Nach diesem Gebet stand ich auf, lachte ich, habe mir selber einen Vogel gezeigt. Er sagte, du hast Wände und Decke und Tapeten gebetet, es gibt so einen Gott nicht. Und doch dieses Gebet hat mich nicht losgelassen. Und ein paar Jahre später, ich habe es nicht verstanden, wie es mit mir geschehen war. Ich war mit einem Freund am Diskutieren über Gott und Glauben. Und in einem Moment habe ich einfach ausgeblendet, was dieser Mensch geredet hat. Ich hörte ihn nicht mehr. Und auf einmal in meinem Herzen wurde klar, dass Gott existiert. Und dass Jesus die Antwort für all meine Fragen ist, nachdem ich mein ganzes Leben gesucht hatte. Ich war immer auf der Suche. Ich habe immer nach der ewigen Wahrheit gesucht, obwohl ich diese Wahrheit für Nicht-Existenz erklärt hatte. Und in diesem Moment war mir klar und deutlich, dass diese Wahrheit existiert und diese Wahrheit allein und allein in Jesus zu finden ist. Ich habe versucht, ein paar kurze Worte und Sätze von meinem Leben zu erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Natürlich, der Weg ging weiter. Es kamen viele Veränderungen in meinem Leben. Ich hatte, bevor ich zu Jesus gefunden hatte, bevor ich an Jesus gläubig wurde, viele Menschen belogen, angelogen. Und da gab dann Pastor der Gemeinde gab mir einen Tauftermin am 14. Februar 1988. Da sollte ich da getauft werden. Und ich wusste, ich habe wenig Zeit für Wiedergutmachung. Und so bin ich gekrochen und mit viel Schmerzen zu vielen Menschen gegangen, zu 17 Personen, habe ich denen meine Lügen auch so bekannt, habe denen erzählt, dass ich gelogen habe und habe mit denen mich versöhnt. Und ab dann ging wirklich mein Leben aufwärts. Ich war ein sehr, sehr fröhlicher Mensch und meine Freude war sehr, sehr ansteckend. Ich war einfach befreit von einem Glauben, der von mir nur verlangt hat, tun, 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 tun. Und am Ende wusste ich nicht, ob Allah zu mir gnädig ist oder nicht. Und ich kam zu einem Glauben an einen Gott, der alles im Voraus für mich getan hat und alles, was er von mir verlangt, ist zu glauben und nichts mehr. Ich wünsche dir, wenn du auf der Suche nach diesem Gott bist, dass du ihn auch findest.